Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist 11.59 Uhr. Ich habe schon meinen ersten Support hinter mir. Von 9 bis 12 war ich hier ein bisschen weiter draußen im Pankow und habe bei einem Kunden eine Synology zurückgebracht, die eine Synchronisation herstellt zwischen seinem privaten Haus und seiner Firma. Über VPN werden Daten ausgetauscht, dass er sozusagen eine Sicherung an zwei Orten hat. Und dann haben wir noch ein iPhone eingerichtet, MacBook aktualisiert, dass das alles soweit wieder tight ist. Und heute ist ja Friday, das heißt, es ist der letzte Arbeitstag, beziehungsweise morgen muss ich auch noch mal ran. Aber zumindest ist heute Abend erstmal ein bisschen Ruhe angesagt. Morgen werde ich einen halben Tag arbeiten. Jetzt machen wir uns aber schön auf den Weg ins Büro und haben ein bisschen Zeit, aber der nächste Termin ist erst um, ich glaube, 14.30 Uhr. Erste Frage, die kommt von Matrayam. Bist du zufrieden mit der aktuellen Gesellschaft? Ehrlich gesagt denke ich über die Gesellschaft nicht viel nach. Ich versuche in meinem kleinen Kosmos positive Energie, positive Vibes und Can-Do-Atmosphäre zu erschaffen. Das heißt einfach, jeden, den ich treffe, möchte ich, dass der mit einem positiven Gefühl aus dem Gespräch geht oder sich verabschiedet. Und egal, wo ich hinkomme, möchte ich einfach eine positive Energie verströmen und einfach für gute Laune und ein gutes Gefühl sorgen. Und das ist mein kleiner Einfluss, den ich auf die Gesellschaft haben kann. Und alles andere, wie gesagt, wo ich keine Kontrolle drüber habe oder wo ich nicht viel machen kann, mache ich auch nichts, weil ich halte auch nichts davon, die ganze Zeit immer zu sagen, die Gesellschaft ist so schwierig und das ist so. Und da kann man kann es einfach nicht ändern. Das Einzige, was man ändern kann, ist das, was man selber in die Gesellschaft eingibt. Und da gibt es ja auch viele in den Kommentaren, nicht viele, aber ein Teil, die, sage ich mal, immer wieder einfach Sachen Mangel beschreiben und hier sagen, da und da, die über andere Leute richten, anstatt einfach sich auf sich selber zu konzentrieren und dafür zu sorgen, dass sie einen positiven Impact auf die Leute haben und nicht die Leute, die schon einen positiven Impact dafür schon sorgen, immer noch zu kritisieren, dass sie irgendwas nicht korrekt machen. Baustelle. Deswegen finde ich, man sollte sich auf sich selber konzentrieren und vielleicht Projekte machen. Wenn man die Gesellschaft besser machen will, dann muss man sich ein Projekt suchen und die Gesellschaft besser machen. Und ich versuche das hier in meinem kleinen Kreise. Vor circa einer Woche war ja, glaube ich, der 500. Vlog, den wir hier gefeiert haben. Und ich habe ja angekündigt, dass es jemanden geben wird, der gewinnen wird, wenn er rausfindet, wann der UPS-Mann das erste Mal in den Vlogs aufgetaucht ist. Und das haben einige von euch rausgefunden. Ich habe Alina einen Gewinner picken lassen. Und der Gewinner, der sich in meinem Shop was aussuchen kann, mit Sternchen natürlich, stand in der Beschreibung auch drin, der ist S.Rott. Ich weiß nicht, ob Stefan oder Siegfried oder Samael Rott. Du hast auf jeden Fall gewonnen. Schreib mir eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, findest du hier auf YouTube. Und dann werde ich mich mit dir in Verbindung setzen, dass du einen Code bekommst und dann kannst du im Joker-Store dir etwas aussuchen. Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Weiter geht's. Nächste Frage, die kommt von David Bibilar. Wie viele Stunden arbeitest du in der Woche an deiner Firma und an dir? Lieber David, vielen Dank für deine Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Während ich hier auf die Kunden warte, will ich die mal schnell beantworten, deine Frage. Und zwar kannst du dir das so vorstellen, dass am Tag es bei mir so verschiedene Streams gibt. Also es gibt einmal den Support-Stream, da fahre ich zu Kunden, da bin ich mit Kunden, Full Fokus auf das Problem des Kunden bzw. was er von mir möchte. Das passiert in der Regel zwischen 10 und 18 Uhr in der Woche. Und parallel dazu läuft der Vlog, das heißt, wenn ich von A nach B fahre oder wenn ich im Büro bin, dann bearbeite ich parallel den Vlog für den Tag. Dann gibt es noch einen dritten Stream, wenn ich unterwegs bin und von A nach B fahre, manchmal in der Bahn oder so, höre ich ein Hörbuch, was mich weiterbringt, wo ich einfach, ich will einfach jeden Monat Minimum ein Hörbuch hören. Das mache ich auch beim Laufen, zum Beispiel wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder so, oder wenn ich irgendwie Downtime habe, wo gerade Warterei ist oder irgendwo hinzufahren, dann versuche ich da irgendwas reinzupacken, E-Mails zu beantworten, jemanden zurückzurufen, und wirklich entspannt tue ich eigentlich am Wochenende oder spät abends mit Alina. Und am Wochenende halt, da
arbeite ich zwar im Kopf ein bisschen auch, was so noch zu tun ist und langfristige Sachen, aber da entspanne ich mich. Das passiert in einer Entspannungssituation, in einer Entspannungsphase und ist keine Arbeit in dem Sinne. Leute vergessen auch immer, ich liebe meine Arbeit. Also ich mag es einfach richtig gerne. Es ist für mich auch keine Arbeit, das meiste, sondern es ist einfach Spaß. Das bringt mir einfach mega Spaß. Und ich habe da auch mit dem letzten Kunden von gestern drüber diskutiert, der Tischler ist, Tischlermeister, und es ist bei ihm genauso. Er liebt seine Arbeit und deswegen ist es ihm egal, wie lange er da ist und wie viel Zeit da reinsteckt, weil es ihm einfach so viel Spaß bringt. Und so geht es mir auch. So ihr Lieben, ich wollte noch eine letzte Frage beantworten. Es ist gerade Date Night mit diesem Girl. Und zwar die Frage von Michi 2510. Deine Lieblingsrestaurants in Berlin. In einem Lieblingsrestaurant bin ich gerade, Cicconis, direkt in, am Alexanderplatz. Ansonsten, was ist noch geil? Monsieur Wong. Ich verlinke euch die mal unten in der Beschreibung. Alle anderen Fragen, die ihr mir auf Instagram gestellt habt, werde ich auf Instagram beantworten. Könnt ihr da vorbeischauen. Und dann sehen wir uns am Montag in alter Frische. Macht's gut, ihr Lieben. Cheers. Ciao.